In Graz ging es für Rapid darum, die Pleite von Valencia vergessen zu machen. Die verletzten Kainz und Steffen Hofmann mussten durch Grahovac und Murg ersetzt werden. Für den Rest die Chance auf Rehabilitation gegen Sturm, den Lieblingsgegner, gegen den man lange nicht mehr verloren hat. Die Anfangsphase gehört aber den Grazern in den schwarzen Dressen. Erster Abschluss von Daniel Offenbach aus 32 Metern Entfernung. 96 Stundenkilometer hatte dieser Ball drauf, aber Strebinger ist nach 5 Minuten zur Stelle. Sturm macht viel Druck in den ersten Minuten, dann der Sprung in die 12. und da war dann Rapid erstmals in der Offensive. Genialer Pass von Thanos Petzos, Philipp Schobesberg. Auf den hat man vergessen in der Sturmdefensive und schon steht 1:0 für die Gäste. Das 5. Saisontor von Philipp Schobesberger resultierend aus diesem schwachen Pass von Offenbacher. Und dann schalten die Grazer zu spät um. Schobesberger, Nutznießer in dieser Situation, hat hier alle Zeit der Welt und überwindet auch Goalie Michael Esser. Schock für die Grazer, völlig entgegen dem Spielverlauf der Spielstand. Dann aber wieder Sturm. Es gab Chancen in Hülle und Fülle. In der ersten Halbzeit hier der Abschluss von Christian Klemm. Da war Max Hofmann noch per Kopf dran. Und dieser Ball hätte Strebinger auf alle Fälle überrascht. Immer wieder Möglichkeiten für die Grazer, vor allem aus der Distanz ging einiges. Aus dieser Situation resultierend die nächste Ecke für die Grazer und auch die sollte gefährlich werden. Wieder bringt Rapid den Ball nicht aus der Gefahrenzone, dann Thorsten Schick mit dem Abschluss. Es war ein gutes Spiel von Sturm Graz, sehr druckreich, Franco Foda mit motivierenden Gesten in Richtung Spieler. Aber Rapid sehr abgeklärt mit 1:0 in Führung, wartete weiter auf Möglichkeiten. Und eine solche sollte sich vor der Pause noch ergeben. Weitschuss von Thomas Murg und kein schlechter. Nach dem Pass von Grauwarz hat Esser alle Mühe, diesen Ball noch über die Latte zu drehen. Pausenstand 1:0 für die Wiener durch sein Tor. Philipp Schobesberger bringt Rapid in Führung. Der zweite Durchgang, da war sehr wenig los bis zur 70. Minute. Dann plötzlich Sturm. Herrliche Einzelaktion von Sascha Horvath und der klopft ans Aluminium. Auf einmal war wieder Stimmung da in der UPC Arena. Sturm knapp dran am Ausgleich. Es war die beste Möglichkeit der Grazer im gesamten Spiel. Die Szene läuft ungeschnitten weiter. Sturm weiter in Ballbesitz, dann mit dem Spielaufbau der eingewechselte Dobras raus auf Schick. Der Versuch, einen weiteren Angriff zu starten. Offenbacher, dessen Pass dann kommt nicht an und Rapid mit dem Konter. Pavelic sieht auf, spielt den Pass mit dem Außenrist in Richtung Philipp Schobesberger und der bleibt auch in dieser Szene cool und stellt auf 2:0. Deckel drauf, Doppelpack für Philipp Schobesberger. Der erste in seiner Bundesliga-Karriere. Und das ausgerechnet in einer Phase, als Sturm auf den Ausgleich gedrängt hat. Horvath Pech hat mit diesem Stangenschuss und dann keine Minute später auf der anderen Seite. Ähnliche Situation wie in Durchgang 1 und wiederum Philipp Schobesberger allein vor Goalie Michael Esser. Und auch diesmal bleibt der Rapid-Angreifer cool. Und es bleibt dabei. Sturm kann auch diesmal gegen Rapid nicht gewinnen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Rapid spielt das sehr clever nach Hause und bleibt zumindest in der Liga eindrucksvoll in der Spur. 3 Spiele, 3 Siege bisher im Frühjahr. Zoran Barisic, Reaktion gezeigt? Ja, definitiv. Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Vor allem, wenn man bedenkt, in welcher Situation wir waren. Und ja, ich freue mich irrsinnig für unsere Fans. Ich freue mich irrsinnig für meine Mannschaft und ein bisschen auch für mich.